Digga. So ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Ja, hi Leute. Moin. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, wie ihr seht, sitzen wir heute nicht in unseren warmen heimischen Gefilden und Föden da. Wir sind nämlich in Berlin-Kreuzberg. Bei Bootsmann Games sind wir eingeladen worden als Location, dass wir hier drehen dürfen. Neben mir sitzt mal wieder ein neues Gesicht. Wer bist du? Hi, ich bin Christian und habe mal ein Brettspiel mitgebracht. Ja, für genau. Ding, ne? Genau. Wir haben hier, ja, war's schon, ne? Wir haben, keiner weiß. Ja, wir haben uns verabredet, um dein Spiel mal zu zeigen. Ich habe es im Internet gesehen, habe dich angeschrieben, hör mal, das sieht ja ganz nett aus und wollen wir da was machen. Dann kommst du aus Hamburg auch noch her, gerade heute Morgen gefahren. Und ja, die BerlinCon hat uns hier sozusagen zusammengeführt. Und wir haben von Bootsmann Games hier das Büro zur Verfügung gestellt bekommen. Die dort sitzen hier auch links neben uns und arbeiten fleißig, während wir hier spielen. Habt ihr ja im Vlog bestimmt schon gesehen, haben die ja auch mal ein bisschen was dazu gesagt, was hier abgeht halt eben. Aber so ist das, ne? Die einen, die spielen und die anderen müssen halt eben arbeiten. Ja, mal Brot und Spiele halt. Ja. Brot und Spiele, genau. Ja, dein Game, erzähl mal was dazu einfach. Genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Was ihr hier seht ist... Wir haben uns ja selbst eingeladen hier. Ja, stimmt. Das ist eigentlich... Ne? Eigentlich, aber auch nicht schlecht. Die, ne? die unbeliebten Gäste, uneingeladenen Gäste. Genau, also ich habe meinen Prototyp mitgebracht von Voyaging. Also vom Prinzip ein wunderbares Kunstwort aus dem Krieg und dem Ursprung, Voyager, weil es nämlich um den ewigen Ersten Krieg geht. Es ist ein doch sehr schnelles taktisches Spiel mit einer Besonderheit. Ähnlich wie beim Skat spielt man nämlich 2 gegen 1, weil eine dieser drei Fraktionen, verkörpert durch die Spieler, sich überlegt, naja, es reicht mir jetzt nicht nur den Himmel, die Hölle oder die Leere zu beherrschen, sondern eigentlich will ich ja alles haben. So, und der kriegt einen kleinen Höhenflug, sag ich mal, und fordert die beiden anderen Spieler heraus. Ja. Und das Ganze halt eine Kombination aus Karten und Figuren, die eben hier bewegt werden. Ziel ist es, die gegnerische Festung einzunehmen. Das Ganze eben dann unterstützt durch die Karten. Genau. Das wird dann ja auch. Genau. Wir machen gleich ein Let's Play noch zu. Ganz kurz einfach zur Mechanik. Jeder hat hier seine Typen. Einer, also gibt welche mit 2 Schwertern und einem Schwert. Das wird sich bestimmt gleich wiederholen. Wir erklären das gleich nochmal bei The Way beim Spielen. Es gibt Helden und Soldaten. Die haben jeweils 1 oder 2 Angriffswürfel dann einfach. Und beim Kampf, wenn man auf ein Feld, gemeinsames Feld kommt, dann schrubbt man dann gegeneinander sich einfach weg. Der Spieler, der anfängt, das wird am Anfang so ein bisschen gedraftet, ne? Wer anfangen will, wer sich am meisten traut, das ist derjenige, der dann tatsächlich sich dazu entschließt, gegen die anderen zu stehen, gegen die anderen zu spielen, wenn er sich stark genug fühlt. Ja. Dann hat man, jeder hat so ein Kartendeck, dann darf man eine Karte spielen und dann noch 2 Aktionen machen. Insgesamt sind es quasi dann 3 Aktionen, die der Einzelspieler hat. Genau. Und die anderen haben 2 Aktionen, das heißt entweder 2-mal so ein Pöppel bewegen oder eine Karte spielen und 1-mal ein Pöppel bewegen. Und dann kloppen wir uns in die Wette. Willst du mal was zu der Idee von dem Spiel sagen, wie ist das zu bekommen? Mal so ein bisschen Background? Background. Oh, also da könnte ich jetzt sehr umfassend und weit zurückgehen, weil der Prototyp tatsächlich über 18 Jahre schon alt ist. Ja, über 18 Jahre. Das ist ein Prototyp, der ist damals, wie es so will, man lernt ja auch gute Sachen in der Schule, der ist in der Schule entstanden, im Literaturunterricht. Und hat dann lange immer wieder dazu geführt, dass wir auch in privaten Spielrunden das Spiel rausgeholt haben. Gerade in den Momenten, wo dann vielleicht auch mal der vierte Mann war noch nicht da, man hat sich verabredet, ja, was spielen wir? Ach komm, hol doch nochmal raus. Ne? Zu dritt schön, eben, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, wirklich 15 Minuten kann man es runterdreschen. Ja, genau, so ist das eben einfach immer wieder dann auch auf den Tisch gekommen. Und vergangenes Jahr war es dann mal so weit, dass wieder jemand sagte, Christian, jetzt mach es doch mal einmal wirklich fertig. Ist ein schönes Spiel. Und da habe ich gesagt, so, Challenge accepted. Ja, und hier sitzen wir. Ja. Ja. Und die Idee ist tatsächlich, dass man schnelle Spiele dann auch haben kann mit 3 Leuten. Weil oftmals ist es ja leider dann auch so, dass wenn die sehr stark konfliktorientiert oder PvP-basiert sind, dass es dann mit 3 Leuten auch so kleine Balancing-Thematiken gibt. Und hier ist es halt so ein gewolltes Element, ja, dass einfach einer gegen die beiden dann antreten muss. Dafür hat er hoffentlich eine bessere Starthand.
weil er einfach noch ein paar zusätzliche Karten gekriegt hat. Also ohne jetzt vorwegzugreifen, wir haben natürlich, wie wir es immer machen hier bei den Mein Lieblingsprojekt-Videos, das eben schon einmal vorgestellt, beziehungsweise, ne, und also er hat uns schon mal erzählt, wir haben es noch einmal Probe gespielt und Svetlana und Christian haben gegen mich gespielt. Ich bin dann auch untergegangen, obwohl ich die ganze Zeit zuversichtlich war, dass es gut für mich ausgesehen hat. Deswegen müssen wir gleich mal gucken im Let's Play, wie es abgeht. Ich versuche dann auch den Einzelspieler wieder zu machen, um euch dann nochmal zu einer Revanche herauszufordern. Das ist kein Problem, du kannst auch gerne mit den schlechtesten Karten herausfordern. Ja, das ist für mich dann eine Sache. Ich kenne die Karten ja nicht alle, deswegen ist es so ein bisschen, bisschen ausprobieren, rumtaktieren und einfach mal so aus dem Bauch herausspielen. Ich bin ja so ein aus dem Bauch herausspieler. Ja. Nicht wahr? Gut, dann holen wir Svetlana mal dazu und dann geht's los. Viel Spaß. Super. Ja gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an. Los geht's damit, dass jeder von uns Karten hier von dem, wie heißt der Stapel? Von dem Aktionskartenstapel. Gut. Ich habe hier so ein klein bisschen den Dude hier, der mich noch ein bisschen supportet. Heimisches Feeling, ja. Ja, heimisches Feeling. Die Katze ist auch gerade durchs Fenster hier reingekommen, alles wie zu Hause. Sechs. Acht. 9. So, genau. Was machen wir jetzt nochmal? Die nehmen wir jetzt auf die Hand. Das sind deine Aktionskarten. Jetzt werden in der Mitte 6 Karten ausgelegt. Die Sache ist nämlich die, wir müssen jetzt einmal festlegen, wer alleine spielt. Wir spielen ja, wie du schon sagtest, 1 gegen 2. So, das läuft quasi folgendermaßen ab. Jeder guckt sich hier seine Handkarten ab. Du hast jetzt ausgeteilt und ich dürfte jetzt sagen, ich möchte als Einzelspieler spielen, kann das aber auch ablegen, dann wird immer der Nächste gefragt, es geht reihum. Wenn einmal gefragt worden ist und es bei mir wieder ankommt, darf ich sagen, pass auf, ich nehme mir eine dieser Karten aus der Mitte, darf ich mal raussuchen und würde dann spielen, lehne ich wieder ab. Wird Svetlana gefragt, dann wirst du wieder gefragt, passt du ebenfalls wieder, werde ich gefragt, möchtest du mit 2 dieser Karten aus der Mitte spielen, bis der Erste sich dann stark genug fühlt mit dem jeweiligen Aktionsdeck. Ganz genau. Wenn man einfach starke Karten hat, dann will man vielleicht sehr früh schon mal sagen, ich will jetzt alleine spielen, damit einem niemand anderes zuvorkommt. Und ansonsten kriegt man halt eben auch als Einzelspieler immer mehr Unterstützung. Du hast schon gesagt, ich habe die Karten gegeben, deswegen darfst du anfangen. Spielst du mit keiner. Muss ich erstmal gucken, was hier alles liegt. Prophecy Elite, Pathfinder Elite, Guerilla, Rebels Elite, Rebels und Mindblowing Speech, aber ich würde erstmal passen. Ich passe auch. Ich spiele mit der Hand unter Garantie nichts alleine. Okay. Das war vielleicht ein bisschen zu viel Spoiler. Also nur gut für mich. Ich passe auch. Ich möchte jetzt nicht eine Karte davon nehmen, sondern du kannst jetzt mit einer Karte nehmen. Ja. Mit einer spiele ich nicht. So, dann würde ich tatsächlich alleine spielen und nehme 2 Karten. Genau. Und entscheide mich, ich drehe sie für mich jetzt mal ganz kurz hier rum. Ich nehme den Pathfinder Elite und da ist die Katze aus dem Fenster gefahren. So, das Kamerakind. Und nehme mir den Rebels Elite noch. Oder? Ich nehme den Rebels Elite noch dazu. Dann kommen die anderen Karten weg. Genau, die anderen Karten kommen jetzt hier auf den Ablagestapel. Tun wir mal einfach hier hin. Das heißt, wir beide spielen jetzt gegen dich. Genau. Ihr beide zockt gegen den Digger. Läuft. Genau. Ist so. Ja gerade eben im Probespiel schon so gut geglückt. Ja. Ich habe gedacht, es sah gut aus für mich. Es war knapp, aber wir haben gewonnen. Ne? Ja, so, das heißt, ich bekomme jetzt hier auch den Eventkartenstapel. Hier ist mal, bevor ich dran bin, werdet ihr gleich sehen, wird immer eine Karte aufgedeckt, die zählt dann für die ganze Runde, bis jeder einmal dran war und dann wird wieder eine neue Karte aufgedeckt. Jetzt musst du uns mal einmal sagen, unsere Figuren haben hier unten ein Schwert oder 2 Schwerter. 2 Schwerter sind Helden, ein Schwert darunter sind Soldaten. Das ist einfach nur das, wenn ich ein Held würfelt quasi mit einem Würfel und ein Sozial würfelt und ein Soldat würfelt mit einem Würfel. Ganz genau richtig. Ja. Wir beiden bekommen jetzt 5 normale Soldaten und 3 Helden, während du einen weiteren Helden dazu bekommst, also 4. Und zusätzlich darfst du in der Mitte des Spielfelds eine Einheit nach Wahl platzieren. Okay, dann stelle ich das mal raus. 1, 2, 3, 4, 5 Helden und 4 Soldaten und 5 Helden. Ich komme wieder durcheinander. Nee, andersrum. 5 Soldaten und 4 Helden. Ja, genau. So meinst du. So, dann gucke ich mir die natürlich jetzt erstmal hier an, damit ihr nicht seht, wo ich was hinstelle.
Man darf auch dann nachher nicht mehr gucken, also das heißt, man muss sich das ein bisschen merken auch. Ja, wir haben es gerade gehabt. Ne? Ich habe zweimal angegriffen und dachte, es wäre ein Held gewesen. Ja, ist ja oft so, dass der Autor ins Messer gelaufen, ja. Schlechter spielt als ich. So, Boys and Ladies. Gut. Und der Berliner Pumas. Das heißt, derjenige, der allein spielt, der fängt auch immer an. Es geht nochmal los mit einer Eventkarte. Diese Runde ist das die Necromancy. Das heißt, jede Runde, also bis ich wieder dran bin, ne, also in einer Spielrunde, wenn ein Vater, bist du's? ein Held stirbt, dann kommt er quasi als Soldat wieder unter der Kontrolle des aktiven Spielers aufs Spielfeld. Ganz genau. So, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, ich habe als alleiniger Spieler 3 Aktionen. Eine Aktion ist jeweils immer entweder ein Püppchen hier quasi, um ein Feld weit bewegen, oder eine Karte spielen, wobei ich eine Karte pro Runde spielen darf. Genau, und die Karte auch als erstes. Und die Karte erste Karte und dann laufen. So, ich spiele jetzt als erstes mal ganz kurz die Prophecy. Damit darf ich mir geheim die Stärke von 2 Units auf der Battlefield angucken. Und da gucken wir direkt mal, was die Svetlana hier an ihrer Flanke so aufgestellt hat. Kannst du euch jetzt mal hier kurz zeigen, damit keiner hier gucken kann. Ich weiß nicht, ob es sieht. Ey! Du bist ja. Okay. Das war wieder, ne? Der Videobeweis, dass du wieder ständig auf Huschen bist. So, eine Aktion habe ich gemacht. Und bewege 2 meiner Soldaten jeweils ein Feld weit, beziehungsweise meine Püppchen natürlich. Okay, jetzt bin ich dran. Wen hast du jetzt bewegt? Die beiden Boys hier, okay. Ja. Ich gehe auch erstmal in die Richtung. 2 Aktionen, genau. 2 Aktionen. Dann ist die Spielrunde vorbei. Die Necromancy kommt weg. Neue Eventkarte wird gezogen. Nothing. Das ist nicht viel. Nothing. Nothing ist einmal fast, einmal gar nicht. So. Du hast das gemacht. Spiele ich jetzt mal eine Karte? Oder spiele ich noch keine Karte? Ich spiele jetzt noch eine Karte, und zwar spiele ich die Confusion. Damit habe ich 2 feindliche Einheiten einer Fraktion vertauschen. Und vertausche die hier mit der hier. Und bewege mich nach hier und nach hier. Aber siehst schon hier, wie ich mich hier aufstelle. Ja, ja. Was? Dann spiele ich die Karte Mindblowing Speech. One of your soldiers receives +4 Battle Modifier in your turn. Und greife dich an. Ja, dann genau, also ihr habt das Spiel jetzt noch nicht so oft gespielt. Einmal als Hinweis, das ist eben für Soldaten in dem Fall, ja. Genau. Angreifende. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich ja da wirklich auch mit den Soldaten stehen richtig habe, gemerkt hast, ja. Ja. Nein, also gerade beim ersten Mal überliest man es dann doch oft so, oh, jetzt einfach +4, aber das ist explizit für die schwachen Einheiten. Dich hier mit an. Ja, zieh mal da rein. Sie sieht jetzt in mein Feld rein, dann wird einmal revealed, was abgeht. Ich habe hier einen Helden stehen. Ich leider auch. Das heißt, deine Karte bringt leider gar nichts, die ist gewastet und wir würfeln jetzt gegeneinander. Du bist der Angreifer? Ja. 2 Würfel. Eine 5 und eine 1, das ist 6 zusammen. Sehr schlecht. Und ich habe 8, damit gewinne ich den Kampf und dein Püppchen wird entfernt. So nämlich. Gut. Bist du dran. So, damit du nicht ganz so schnell nach vorne läufst, spiele ich jetzt einen Sumpf auf dich. Das heißt, du darfst dich nicht bewegen und gehe hier ein weiteres Feld. Okay, dann wird wieder eine neue Eventkarte aufgedeckt. Swords into Plowshares, Schwerter zu Flugscharen. Wir haben gerade eben schon gesehen, ne? Wer Magic mal gezockt hat, dem soll es bekannt vor. Gerade wer weiß, Decks mal gezockt hat. Helden kämpfen mit einem Würfel weniger diese Runde. Ja, ich darf mich nicht bewegen. Dürfte jetzt eine Karte spielen. Und
spiele nochmal die Prophezeiung und darf mir die Stärke von zwei feindlichen Püppchen hier mal angucken. Kannst du mir auch nochmal zeigen? Nicht. War das der, den ich eben schon mal gezeigt hatte? Wahrscheinlich ja, verdammt. Okay. Jetzt auch nicht reingeguckt. Okay, war ich dran. Ja. Ich spiele den Zoom. Choose one player who has to skip his next movement phase. Also ich bin noch he's not allowed to play Pathfinder. Das spiele ich natürlich auf dich, ne? Ja, sei froh, darf ich wieder nicht bewegen. Dafür im späteren Spielverlauf wirst du dann weniger gesumpft. Ja. Ich bewege mich. Hier hin. Warum so pazifistisch? Greif mich doch mal. Das tue ich auch. Ich spiele Korruption -3 auf deinen Würfelwurf und greife hier an. Das ist ein Zweier gegen einen Zweier. Genau. Sehr schön. Boah, 13. Das wird aber schwierig. Das wird aber schwierig. Abwarten, Leute, abwarten. Ich nehme mal hier die gelben. 11. Ja gut, da verliere ich leider den Kampf. Und da püpsch genug rausgenommen. Schön. So, eine neue. Wobei wir ist natürlich auch besonders gut gewesen, weil wir beide mit zwei Würfeln gewürfelt haben. Achso, ja stimmt, durftet ihr ja gar nicht, ne? Achso, Schwetter in so Flugschaden. Dann Wiederholung. Oh ja, und du hast tatsächlich auch eine 8 gehabt. Also von daher würde ich auch sagen, dann machen wir. Gut, dann machen wir nochmal eine Wiederholung hier. Ich hatte jetzt nachher wieder Hausregeln nachgesagt. Mir werden ja öfter mal Hausregeln nachgesagt. Eine 4, aber ich bin nicht, das trotzdem zu raus. Und minus 3. Hübschen steht ja schon hier drauf. Nochmal, was zum Ziel ist, haben wir das schon gesagt? Ziel ist es, dass wir auf jeden Fall seine Burg einnehmen, ne? Genau. Oder alle seine Einheiten. Richtig, das ist unser Ziel. Ich glaube. Die hier neben mir sieht das ein bisschen anders. Ja. Ja, also, genau. Er will eine der beiden Festungen hier einnehmen und wir würden entsprechend, wenn wir seine Festung der Leere erobern. So. So, jetzt hast du aber noch keine neue gezogen. Ne? Genau, es wird eine neue gezogen. Und zwar haben wir jetzt die Pest. Jeder Spieler, der 6 oder mehr Einheiten hat, muss 2 seiner Wahl entfernen. Ich glaube, wir haben alle mehr als 6. Das ist jetzt am Anfang. Ich habe 2 Einheiten. Ja, ich nehme auch 2 raus. Ganz blind. Und hast du auch hier, man muss es immer sagen, ja, Svetlana hat es jetzt extra nicht gemacht, ne, dass sie hier einen Helden entfernt hat, weil sie sich nicht gemerkt hat, dass ich die eben schon vertauscht habe. Ach, stimmt, das war ja. Muss man sich auch mal ein bisschen merken. So, jetzt bin ich dran und dürfte mal wieder einen losschroten. Ich spiele. Die Rebels Elite und darf damit 2 zivile Soldaten irgendwo auf dem Spielfeld platzieren, außer auf Mauern. Mauern sind quasi die 3 Felder vor meiner Burg. Und nehme mir dann hier meine 2 und platziere einen hier und einen hier. So, und dann habe ich noch 2 Bewegungen, das heißt, ich gehe mit dem hier mal hier rein. Sveti hat einen Soldaten, ich habe auch einen Soldaten, das heißt, jeder einen Würfel. Berti. 5. 7. Ja, gut, das ist aber immer der schwacher Typ, den ich da im Start habe. Meiner darf aber da bleiben. Achso, ja, ja. Das wäre auch ein guter Trick, wenn man die englische Figur vom Spiel wird. Oh, Käse. Dann kommt die hier auf den Start. Und du kannst dich noch einmal bewegen. Weg. Ich darf noch einmal bewegen, ja, dann gebe ich hier nochmal ein. Zum Besten. Was haben wir hier? 2-1, wenn das nicht gut für mich ausgeht. 14, jetzt kommst du. Und Tschüss. So, dann bist du dran. Nicht, dass jemand zu Hause eifersüchtig wird. Nee, das nicht. Okay, dann spiele ich den Lightning Strike. Destroy one unit on the battlefield. Jetzt kommst du mir so, oder was? Jetzt komme ich dir so und zerstöre ihn hier. Welcher war ich denn? Also, da sieht man mal wieder, dass wieder mal nie aufgepasst hat, zerstört mir einen Soldaten. Ja, aber der stand jetzt ganz schön nah dran. Der stand zugegebenermaßen schon relativ nah dran. Ausreden, du legst das Ausreden. Und ich darf mich noch bewegen. Und ich bewege mich hin. Hab ich mich hier? Ja. Jo, dann confuse ich uns jetzt alle hier nochmal. Confusion Elite, er darf wieder Püppchen tauschen. Genau, 2 Einheiten.
Und dann marschiere ich mal nach. Ach, ich bin ja. Weiß ich jetzt auch nicht, was das gewesen ist. Wie heißt die Katze der Leute? Tatsächlich mal nach hier. Wisst ihr das? Wissen wir nicht. Hat die einen eigenen Namen bei euch? Wir haben sie Schmierig getauft. Schmierig? So. Schmier dann überall rum. Ja, Schmier ist er halt eben, passt auf, einfach nur, ist hat ja letztlich. Und welche Karte spielst du? Hey, Schatz. Vater, Vater. Oh. Welche Karte? Erstmal, bin ich dran oder was? Sorry, genau, ich war im Katzenmodus. Ich hab gezogen. Ja, Eventkarte. Kreuzzug. Attack Soldiers receive a plus 4 Battle Modifier. Das heißt, Soldaten sind eine Spur nicer jetzt. Dann nehme ich jetzt. Ja, du bist unterkuschelt, ne? Also ich muss ein bisschen sagen, ne? Wir wollen ja eigentlich 2 gegen 1 spielen und ich weiß nicht, ob das Wettbewerb ist. Es ist 2 gegen 2 jetzt. Genau. Ich spiele die Rebels, dann darf ich nochmal einen zusätzlichen Soldaten wieder platzieren. Ja, das dann. Und platziere den hier hinten und. Stoße vor. Deutschstoßlegende, zack, einen nach da. Okay. Du solltest doch eigentlich die ganzen Hunde bei uns allen riechen, oder nicht, ne? Ich mache einen Lightning Strike. Destroy one unit on battlefield. Schon wieder Lightning Strike. Also hätte ich 2 Lightning Strikes gehabt, hätte ich ja sofort welche mit neuen Karten in den Kampf gezogen. Ja, also das auch so, wenn da wirklich 2 gewesen sind, da weiß ich auch, wer auch gut hätte allein spielen können. So. Schön auf Fremdkatze unterwegs. Ich gehe hier einen nach vorne und greife mal hier an. 2er gegen 2er. Ach, 15. Hier, das 15. Läuft, das pass auf, mit Ansage 16. Mit Ansage 5. Mit Ansage 5. Du hast ja gesagt 16 und 11. Ja, minus 11 gedacht. Ja, stimmt. Ja, hast du mich eigentlich schon bewegt? Ja. Ja, okay. Ein vergifteter Brunnen. Jeder Spieler verliert eine Einheit nach Wahl des Gegners. Das war, glaube ich, auch ein 2er, ne? Dann nehmen wir den raus. Oder? Können wir gucken? Ja. War einer. Leute, es läuft für mich. Ich habe allerdings nur noch 4 Püppchen hier. Jetzt muss ich mal kurz hier einen. Ja, das war, glaube ich, auch ein bisschen. Ich nehme den hier raus. Wahnsinnig, wenn ich mir anschaue, was da drüben für Karten sind, dann alleine zu spielen. Ja, und hier den Einser. Okay. Dann würde ich. Zeigen, wer der Boss ist. War das die neue Eventkarte Poison? Genau. Dann spiele ich jetzt Pathfinder Elite. Das heißt, meine Bewegung ist auf 2 Hexfelder diese Runde erweitert. Ist dran, ne? Ja. Macht aber nichts und kriegt einen plus 3 Battle Modifier. Ich werde trotzdem jetzt nach vorne stoßen. Komm, schreib dich mal an. Achso, ich muss ja erst eine Karte spielen. Musst du nicht, du darfst noch 2-mal gehen. Kannst du 2 Einheiten jetzt an mir verheizen, nachdem ich dich für den ersten Kampf... Wie viele Pfadfinder sind denn jetzt schon gespielt worden? Hätte ich mal besser wieder mitgezählt, ne? Es gibt, genau, es gibt 3 Karten von jeder Sorte, ne? Und du hast am Anfang einen gespielt. Ach so, gespielt. Ich hab erst einen gespielt, meine ich. Zählt das jetzt nur für dich? Nee, das ist nur für mich. Nee, das zählt jetzt nicht mehr für dich, ne? Nee, deswegen habe ich ja gerade gesagt, also es bringt in der Runde jetzt nichts. Genau. Nächste Runde hätte er dann hatte sich jetzt nur plus 3 angreifen können. Mit dem davor gegangen, dann spiele ich die Confusion und tausche mal aus die 2 hier. Okay. Und dann steppe ich nach vorne und greife dich an. Ich greife mit 2 an und du greifst mit 1. Ich habe einen. 5. 4. Ja, so, Leute. Zip-zap. Da kann man nichts sagen. Nee. Ne? Das Hauptproblem ist jetzt tatsächlich. Nee, ich habe einen Stift. Ich stifte mal hier. Das ist der Engel, der von dem Engel ist. Bisschen Verwirrung. Okay. Stift ist ein bisschen Verwirrung. Die Wiedergeburt. Angreifende Soldaten respawnen als Helden, wenn sie sterben. Okay. Cool. Respawn tut man dann. Hier an der gleichen Stelle. An der Stelle, ganz genau. Das heißt,
Du greifst hier an, dann respawnt er an der alten Position. Aber nur angreifender Soldat. Nur angreifender Soldat. Dann mal alle auf Attacke, was? Ja. So, dann spiele ich also erstmal neue Eventkarte. Nee, das ist also zwei Eventkarte Rebirth, sorry. Dann spiele ich Corruption. Eine Unit meiner Wahl received -3 Battle Modifier in meinem Turn. Und ziehe mit meinem Soldaten hier rein. Kriegt denn deine Einheit -3 oder die gegnerische Einheit -3? Achso, das also ist. Also normalerweise ist das natürlich eine dämliche Frage. Ja, ja, aber tatsächlich bestehe. Ja, ich besteche aber tatsächlich jetzt meine. Damit ich möglichst verliere und mein Soldat stirbt, damit ich durch die Wiedergeburt einen Helden direkt an vorderster Front habe. Eins. Also, wird jetzt schieben. Das ist auch ein Einer oder ein Zweier? Ist das ein Einer auch. Sie hat eine 8 gewürfelt, damit stirbt meiner. Jetzt kurze Frage: Auf welchem Feld wird er wiederbelebt? Auf, aber, nee, auf dem Feld, wo er gestartet ist. Auf dem previous Field. Ja, so. Aber meiner geht dann runter, ne? Nö, deiner hat ja gewonnen. Deiner hat gewonnen, das ist gut. Ah, okay. Und ich schieb noch den hier einen nach vorne. So. Ich bin. Das ist auch so ein Spiel, ne, da ist neigt man schnell vorzuwerfen, weil man schon so Bock hat, direkt wieder. Ja, ich wurde tatsächlich sofort greifen. Ne? Ja, ja. Aber auch du wirst hier zerschmettert. Die Uhren halt. Auch du wirst vor meinen Stadtmauern zerschmettert. Ich spiele ein paar Freunde. Der Passfinder, sie darf jetzt ein Püppchen wieder um ein Feld weit mehr bewegen und hat einen +1 Battle Modifier. Aber muss ich meine Bewegung dann unterbrechen eigentlich? Ich hätte jetzt zwei. Ja, also tatsächlich, du darfst laut Karte nur mit der zweiten Bewegung einen Kampf starten. Also das heißt zum Beispiel, läufst du jetzt so und so, das ist ja das gleiche Ergebnis. Mhm. Ja, gut. Okay, machen wir mal dazu. Und die +1 habe ich dann. Ach so, du hast es ist wieder 1 gegen 2, es wird ja nicht aufgepasst. Gibt's wieder eine Nassrasur. Okay. Warum kannst du dich da hinten so auch noch welche, ne? 10. Du hast nur einen Würfel, weil du nur einen Menge hast. Achso. 1. Eine 1, ja. Ich würfel trotzdem mal. Schild, jetzt mit Ansage 16. Leute, kann man sehen. Und man muss dazu kann sagen, muss dazu sagen, es ist ja wirklich. Ein Leitwurf gewesen. Also hier ist nichts gefälscht und nichts geschnitten. Zip, zap. So, besser geht's nicht hier. Was? Ja, du musst mich. Jetzt bräuchte ich hier keine Ahnung. Irgendjemand, der mal die Wahrscheinlichkeit ausrechnen kann. Oder weißt du das auf den Deck? Der Zug war aber auch sehr dämlich. Naja, okay. Ja, gut. Ein 64. Ein 56. Wenn niemand von euch hier Mathe oder irgendwas studiert oder so, dann. Oder Mathematik genau. Ist. Dann und das ist noch nicht was in Prozentangaben gegeben. Dann möchte er das einfach mal. Ich gesagt habe. Möchte er in die Kommentare und das mal bitte ausrechnen. So, was ist denn hier los? Ich bin jetzt dran. Du hast angegriffen, ne? Ja, ich muss jetzt mal gucken, dass ich hier nach vorne komme. So, aber später zu Flugschaden. Das hilft dir jetzt gar nichts, dass da ein Held vorne steht. Die weil kämpfen jetzt diese Runde wieder nur mit einem Würfel. Nö, nee, gut. Okay, dann. Gibt's die Event? Nee, das ist war das Event, das war wieder ich später. Ich greife vom Prinzip immer. Er macht für mich quasi die Events. Ja. Das ist erst quasi mein persönlicher Event-Revealer. Event-Manager. Na King, das Monster will ja nie einer der Event-Revealer sein, weil es dann meistens immer richtig dicke eben dann kommen für denjenigen, der die Karte dann aufdeckt. Ich spiele erstmal einen Sumpf auf dich, das heißt, du darfst dich nächste Runde nicht bewegen. Das ist natürlich ein bisschen zocken. Geh mit dem da hier. Und darf noch hingehen, geh mit dem da hier. Ich spiele. Wird das etwa ein epischer Sieg hier werden? Jetzt stelle ich mir natürlich eine Frage. Ja, spiele ich den Pathfinder oder spiele ich Truth? Ich spiele den Pathfinder. Ich spiele den Pathfinder. Ich habe sogar 2 auf meinem Würfelwurf gehabt. Ich hatte ja +1, ne? Also, ja, dann 2 gegen 16. Genau. Okay, ich greife dich an.
Ja, wo ist denn der Pathfinder? Hat der vorne Dicker schon? Ja, hab ich noch nicht. Ne, ist der zweite Pathfinder, ne? So. Ja, du hast auch einen gespielt, ne? Dann können wir es ja ausrechnen. Wenn so. Zwei gegen eins. Eins gegen eins. Ach so, und, ja, ne? Okay. Ja, stimmt. Du hast auch plus eins jetzt, nicht wahr? Genau. Ich hab plus eins. Oh, eins plus eins sind eine Adamriese. Ich habe aber jetzt gesehen, dass dieser Würfel auch kaputt ist, ne? Ne, ich zeige euch mal kurz, dass der nicht kaputt ist. Zack. Vier. Kannst nichts sagen. Gewinnt er hier auch noch, oder was? Ja, abwarten, 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 Herr Kommissar. Weiter geht's. Lightning Bolt. Ich habe glücklicherweise mir noch einen Blitzschlag aufbewahrt. Den wir dann einmal runternehmen. Und dann greife ich hier an. Dann darfst du dich nicht bewegen. Ach, stimmt, ich bin gesumpft. Du bist gesumpft. Na gut. Und womit? Mit Recht. Hast du gerade geguckt, etwa, was da drunter ist? Wo drunter? Hier unter meinem? In einem. Ah, Attacking Soldiers kriegen einen plus 4 Battle Modifier. So, erstmal wähle ich den Johnny nach hier, dann greife ich dich natürlich mal an. Da muss ich den Battle Modifier direkt mal aus. Das Symbol, du hast natürlich einen Zweier, ich habe einen Einer. Ja, achso, stimmt. 10. Also ich muss jetzt eine 6 oder höher rufen. Ist das kein Problem für mich? Reroll. Ja gut. Der hat keinen TÜV mehr. Weiter geht's. Willst du noch eine Karte spielen? So. Kann ich das trotzdem? Deine Festung lebt ja auch noch. Ne? Ja, die Festung, genau. Die Festung hat nämlich einen Angriffswürfel. Die muss auch erst überwunden werden. Ich spiele Troops. Dürfen keine Kämpfe diese Runde ausgelöst werden. Gut, dann laufe ich mal nach hier. Okay, dann darf ich meine Eventkarte ziehen. Bitte revealen Sie mein Event. Rebirth. Attacking Soldiers werden wieder zu Johnny Boys. Ja, ich gehe mit dem nach hier. Und mit ihm gehe ich, es ist natürlich jetzt mega zocken, je nachdem, was für ein Event jetzt kommt, nach hier. Jetzt so ein schöner Stadtbrand. Genau. Und du stehst bei beiden rechts. Bei beiden rechts, deswegen sage ich ja, jetzt ist, ich gehe jetzt. Das wäre natürlich fantastisch, ja. Geh aufs Ganze. Dann wird sich den Zocken. Ich bin aber nicht Fuß. Ah, das muss man. Das ist gut. Ach ne, Quatsch, ich ziehe schon wieder. Jetzt wird es ja schon Events revealen hier. Ja. Da du mich sowieso nicht angreifen kannst, jetzt wird es wirklich knapp, sag ich mal. Ne? Ja. So, jetzt wird es knapp, sagst du? Okay, was haben wir? Nekromantie. So, wenn jetzt einer stirbt, wird er wieder als Soldat wiederbelebt. Genau. Jetzt komme ich aber selber mit der Truth um die Ecke. Das heißt, ihr dürft auch nicht angreifen, beziehungsweise du, bis ich wieder dran bin. Das ist legitim, ja. So, muss aber den hier bewegen, das heißt, bewegen ihn raus, den bewege ich in die Mitte. Mhm. So, neues Event. Torching Left. Alles, was auf dem linken Feld steht, wird abgebrannt. Das war in dem Fall jetzt hier. Genau. Christian, einer da. Hier steht keiner links, hier steht auch keiner links. Hier wird quasi brennendes Pech von der Mauer geschüttet. Schade, schade, dass das nicht der mittlere Stadtmauerabschnitt war. So, Leute. Wenn ja, jetzt alles, wenn jetzt alles gut läuft. Vom Spieler oder vom Lass mich mal kurz meinen Sieg vorzelebrieren. Lass mich kurz meinen Sieg vorzelebrieren. Wenn jetzt alles gut läuft, Leute, seht ihr einen epischen Win von mir. Ich ziehe nämlich jetzt los. Muss da wieder. Du hast einen Schuss, ne? Ja. Ach, das betrifft mich ja auch. Ja, es sei denn, du hättest einen Elite-Schuss gehabt. Ja. Und den hättest du nochmal angreifen können. Dann muss ich nochmal revidieren. Ja gut, dann kann ich ja sonst nichts machen, außer mich jetzt quasi bewegen. Ja gut, aber du musst dich noch bewegen. Beweg dich mal ruhig da, wo gleich der nächste Mauerbrand ist. Ich bewege mich ja nach links, weil da war ja keiner. Und den Boy habe ich jetzt schon bewegt. Nee, also, das ist auch hier noch da. Jo, meine stehen ja eigentlich ganz gut da. Ich spiele nochmal einen Guerilla aus. Der wird wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Und den bewege ich auch nach da.
So, neue Eventkarte. Torching Right. Es wird auf der rechten Seite gebrandschatzt. Das heißt, der Boy. Der Zweier. Ein schöner Zweier. Ärger. So, jetzt, aber darf ich kurz meinen Sieg vorzelebrieren, wenn ich jetzt gut würfel. Ich marschiere nämlich, ich spiele jetzt meine Corruption aus auf deine Stadt. Das ist keine Einheit. Das ist keine Einheit, darf ich nicht machen. Gut, dann lassen wir es einfach so, dann mache ich das ganz klassisch. Beweg den jetzt. In die Mitte, damit er abfackelt? Der wird nicht abfackeln, weil das kommt hier nicht. Ich habe da immer so ein Gespür. Das ist hier Fräulein Diggers Gespür für Eventkarten. Und zieh jetzt hier in deine Stadt rein. Und ich habe ja hier mal einen Zweierboy. Städte haben auch einen haben die. So, pass mal auf, jetzt warten wir noch 3 Sekunden. Ich starte jetzt hier nochmal neu. Ach, die 30 Minuten. Dann wissen wir auch, wie lange du gespielt hast. Okay, weiter. Die Spannung. Ja, fang an. Ich glaube, der muss den Würfel küssen, oder nicht, ne? 10. 10, ja gut. Ja, Leute. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Da habe ich gewonnen. Was haben wir denn im Spiel gewonnen, was? Was, wie so häufig meinst du? Ja, sehr cool halt eben. Ja, das war ein nices Game. Ne? Damit gehen wir dann ab zum Fazit. Ja, da sind wir schon beim Fazit angekommen. Wir haben ziemlich genau 31 Minuten gespielt. Ja, ich sag mal so, es war nicht verwunderlich. Ich habe es ja schon prophezeit. Wenn meine Berechnung stimmt, dann sitze ich eine halbe Stunde als Sieger hier am Tisch. Und tatsächlich, hier sitze ich nun freudestrahlend und habe mir hier den Sieg des Tages quasi abgeholt. Ja, willst du erst was, willst du meine Meinung dazu bestimmt hören? Ne? Absolut. Ja. Also uns hat das super gefallen. Also Svetlana hat das auch gut gefallen, oder? Was sagst du dazu? Okay. Ja, ne? Schönes, schnelles Spiel. Du hast halt so diese Kombination, einmal bewegst deine Pöppel. Dann musst du dir einmal noch diesen Merkmechanismus mal merken, wo waren jetzt deine eigenen Soldaten, wo sind deine eigenen Helden. Dann noch die bei den anderen. Dann hast du immer noch die Möglichkeit, mit den Karten einfach so ein bisschen zu balancen. Im ersten Spiel war es so, mir sind die Karten danach rausgegangen, weil ich sie zu sehr rausgehauen habe. Dann muss man dann auch so ein bisschen gucken, wann setze ich was ein, spare ich mir wieder was auf oder mache ich lieber ein bisschen Movement. Dann noch die Eventkarten finde ich auch auf jeden Fall großartig. Und ich bin ein großer Freund von Events, ich bin ein großer Freund von Würfeln. Ne? Also das ist jetzt. Das Spiel ist total stimmig einfach, ne? Also da muss irgendwie gar nichts dran gemacht werden. Es macht super Bock und Laune. Und ja. Man spielt es wirklich gerne. Also es macht echt viel Spaß. Also es macht, also mir hat es auch viel Spaß gemacht und man merkt einfach, das ist jetzt auch schon fertig. Ne? Ja. Du hast wahrscheinlich jetzt schon deine, wie viele Testrunden hast du schon gespielt? Ich habe ja gerade gesagt, ne, es gibt ja schon ein bisschen länger das Spiel, aber sicherlich weit über 100 Testrunden. Ja, also das zeugt dann auch dann davon, ne, da hast du bestimmt schon die ein oder andere Stellschraube irgendwie nachgezogen. Also das macht für mich auch einen sehr, sehr fertigen Eindruck. Ja, auf jeden Fall. Einfach und wir sind auf jeden Fall dabei. Wir wollen auf jeden Fall unser sehr gerne. Gerne haben, wenn es dann soweit ist. Wie sind denn da so die Pläne, ich sag mal, ne, wenn die Leute jetzt angefixt sind und da Bock drauf haben? Ja, also als erstes würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere sagt, ja, das Thema interessiert mich, wenn ihr einfach mal auf der Facebook-Seite vorbeischaut. Ich glaube, in den YouTube-Videos macht man das immer so, ja, einmal nach unten zeigen, ganz genau, wenn ihr eben auf der Facebook-Seite... Aber nicht den Daumen. Nein, nicht den Daumen. Aber in den Kommentaren unten findet ihr auf jeden Fall auch den Link dann zum Projekt, da könnt ihr das dann noch ein bisschen verfolgen ganz, und dann auf dem Laufenden bleiben, genau. Ganz genau, also wenn ihr da folgen würdet, finde ich das super. Ich meine, natürlich ist auch das Ziel von jedem Autor, dass ein Spiel veröffentlicht wird und dass auch andere Leute das dann spielen. Ich meine, ihr seht jetzt hier, es ist ja wirklich schon eine Menge auch passiert, es sind wirklich tolle Grafiken, das darf ich deswegen bewerten, weil ich es nicht selber gemacht habe, sondern die Grafiken sind von der Anna Kersten, ganz tolle Grafikerin Künstlerin im Fantasy-Bereich auch. Und Ziel ist natürlich, das Spiel zu veröffentlichen. Es ist aktuell noch nicht hundertprozentig klar, wie wir das machen werden. Aktuell ist die Hoffnung oder auch der Plan, dass man eine Kleinstauflage einfach einmal herstellen wird, damit es auch noch mal ein bisschen einfacher ist, dann zu sagen, guck mal hier, spiel doch mal so eine kleine Testrunde, damit man auch noch mal Feedback von mehr Leuten bekommt. Genau, also wie gesagt, einfach folgen, dann werdet ihr auf jeden Fall hören und sehen, ob so eine Kleinstauflage dann irgendwann verfügbar ist. Wie genau das passieren wird,
Wir werden sehen. Ja. Also das Video wird auf jeden Fall nach der BerlinCon kommen, aber du bist ja auch auf der BerlinCon und hast da auch deinen Tisch, wo du das dann quasi den Leuten dann vorstellst. Bist du auch schon auf anderen irgendwie Conventions und so gewesen und oder so, hast es auch schon da gezeigt? Und ja, genau. Also ich bin in Göttingen beim Spielautomat-Treffen gewesen. Da war auch inhaltlich sehr gutes Feedback. Da sind natürlich auch viele Spieleverlage und da war so ein bisschen das Feedback, dass sie sagten, na, ein Drei-Spieler-Spiel, das ist ja eigentlich nicht das, was wir haben wollen. 4, 5, 6 ist eben eigentlich das, was wir so wirklich suchen und das ist dann eben ein bisschen schwierig gewesen. Auch wenn das inhaltliche Feedback da gut war, hat einer gesagt, du, persönlich gefällt es mir gut, aber es passt nicht so bei uns ins Portfolio rein, weshalb ich momentan einfach auch davon überzeugt bin, dass, naja, dass man einfach den nächsten Schritt jetzt auch machen muss und dann eben mit einer Kleinstauflage es selber machen. Also das bereite ich jetzt auch seit einiger Zeit schon vor. Und in Hamburg gibt es zum Beispiel auch den Prototypentag einmal im Jahr, da bin ich gewesen. Da bin ich regelmäßig in Würfel und Zucker, das kennst du ja wahrscheinlich auch. Yes. Einmal im Monat auch Prototypentag sonntags, da sind wir regelmäßig und genau, also ich sag mal, das Hauptfeedback ist dann immer, man kann es nur mit drei Leuten spielen. Ja, das ist richtig, ja. Aber wenn man dann die drei Leute zusammen oder eben auch die zwei, also wir könnten jetzt auch gegeneinander spielen, dann übernimmt ein Spieler die Kontrolle über zwei Fraktionen, geht auch sehr gut. Dann sagen viele Leute auch so, hey, das gefällt mir gut. Einige sagen, na, es ist mir vielleicht ein bisschen zu kampflastig, aber naja, man kann es auch nicht jedem recht machen, sag ich immer. Ja. Was wir nicht gezeigt haben, es gibt noch ein zusätzliches Modul, ne? Genau. Mit so Battle-Cards, das ist ja noch so als optionales Modul einfach so dazu ausgedacht. Das hast du jetzt aber, hast du ja jetzt leider nicht mitgenommen, sondern deswegen haben wir mal kurz improvisiert. Ne? Da hat man einfach noch so Kampf-Modifier-Karten von so einem Deck, die man noch ausspielen kann, um die Kampfstärke dann zu erhöhen. Da hat man dann wieder nochmal ein bisschen so dieses, ich muss mir merken, was für Karten sind schon gelaufen, welche sind noch entdeckt, was könnte noch kommen, um einfach da so ein bisschen mit zu kalkulieren und so. Ja, ganz genau. Also tatsächlich ist der Hintergrund dahinter, du hast jetzt gesagt, hey, ich mag das auch gerne, wenn man schnell mit den Würfeln spielen kann und wie gesagt, wenn man es ein paar Mal dann spielt, wir haben heute 30 Minuten gespielt, da ist man dann auch schnell mal in 15 Minuten eben durch. Wer dann sagt, hey, ich möchte es noch ein bisschen taktischer einfach haben, wo ich überlegen kann, spiele ich jetzt quasi einen schlechten Würfelwurf, ja, und spare ich mir einen guten Würfelwurf halt in Form von diesen Karten, die momentan einfach nur per Hand beschriebene Visitenkarten sind, spare ich mir den auf. Dadurch wird es ein bisschen taktischer, dauert dann logischerweise auch ein bisschen. Ja, du hast also auch ein bisschen so vielleicht so die Bluff-Komponente, ja, dann zusätzlich noch ins Spiel kommt, so als weitere Mechanik, sag ich jetzt halt mal. Also, ja. Ich finde es absolut gelungener Mix. Wie gesagt, auch wir haben direkt die Karten angeguckt, ne? Wir fanden es beide auf jeden Fall direkt cool, wie die ganzen Super illustriert, ja. Die finde ich natürlich noch einen Ticken besser als die anderen, ja. Aber sehr, sehr stimmiges Game. Yes. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mit dem Ding hier an den Start gekommen bist und dass ich die Ehre hatte, das hier mit dir zeigen zu dürfen und wir hier so ein paar schöne halbe Stunde oder schöne Stunde halt eben mit dem ganzen Spiel hier hatten. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück für die BerlinCon und dann sehen wir uns bestimmt auch nochmal vielleicht auf dem Kanal wieder, Leute. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann bolzt es einfach wie immer unten in die Kommentare, Wünsche, Beleidigungen, Kritik, ne? Alles. Wir nehmen alles und dann kann der Christian euch da auch dann Rede und Antwort zu Sachen stehen. Wenn ich nicht beleidigt bin. Wenn du nicht beleidigt bist, aber das breite an uns immer alles so ab. Genau. Kannst du den Leuten dann Sachen halt eben erzählen, die ich vielleicht keine Antwort habe und die einfach so ein bisschen auf den Laufenden halten. Ja, ne? Das werde ich gerne tun. Alright, ja, dann vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bye.